Hallo und herzlich willkommen hier beim Towntown Talk. Mein Name ist Matze und ja, heute geht es in einem kleinen Video um einen Herren, der ein paar Comics vorstellt. Dieser Herr war auch schon zu Gast bei mir hier beim Towntown Talk. Dabei handelt es sich um den bekannten Dude. Dem gehört Dudes Comic Corner in Jena. Ein kleiner, ich glaube, ein Jahr, 2 Jahre alter Comicladen. Hatte vor kurzem Jubiläum. Ja, das ist eigentlich mein Comic-Dealer. Ne? Und vorweg, das ist ein Video. Ich habe keine Vorteile dadurch und also einfach nur, weil ich Lust habe, darüber zu quatschen, was er so zeigt. Reaction-Videos nennt man das. Ich habe die Erlaubnis eingeholt von ihm. Es ist. Und deswegen werde ich das mal jetzt anschauen, so ein bisschen. Geht 20 Minuten, wie er da so Comics präsentiert. Mal schauen, was er da so Schönes hat. Okay, dann legen wir mal los. Heyo Leute, herzlich willkommen. Es gibt ein neues Video. Die Zusammenfassung für den Dezember reiße ich heute jetzt mit euch ab. Ihr seht, hier ist ein bisschen vollgebaut. Ich habe mich diesmal ein bisschen darauf vorbereitet, auch damit ich nicht über alles nachdenken muss. Ja, und wir gehen mal zusammen durch. Der Dezember ist schon eine Weile rum. Ich hoffe, ihr habt alle ein entspanntes, schönes, familiäres Weihnachtsfest gehabt. Seid gut ins neue Jahr gekommen. Ein gesundes neues Jahr wünsche ich euch natürlich auch nochmal allen, die Ja, wir uns auch vielleicht noch so. nicht gesprochen, gesehen oder Besser geschrieben spät haben. als nie, würde ich sagen. Ja, und der Dezember war voll. Also wirklich, es Ich war glaube, viel los, das es war Video ist so vom viel los. 13.01. Also nur für den Ende Fall der Dezember habe Fälle. ich Urlaub gemacht, habe wirklich viel Fürs geschafft zu lesen. Logbuch. Dank meiner lieben, netten Schwiegerfamilie. Die haben sich toll um die Kinder gekümmert nebenbei. Ich habe natürlich auch mit den Kids was gemacht, aber ich habe wirklich geschafft, viel zu lesen. Und das will ich euch ein bisschen zeigen, auch mal kurz was dazu sagen. Wir haben die Sachen ja natürlich alle hier und vielleicht ist ja für den einen oder anderen auch was davon dabei. Und zwar ist das hier ein bisschen was, von dem ich gelesen habe. Da fangen wir einmal damit an. Und zwar war das Star Child Nummer 4 und Star Child so rum Nummer 5. Gibt es Nummer 5 im Standard-Cover und im Variant-Cover. Eine urbane Fantasy-gesellschaftskritische Geschichte von Hannes Klesse, der das Ganze ja, in Selbstorganisation quasi rausbringt. Er zeichnet das selber, er schreibt das selber, lässt es über Kickstarter vorfinanzieren. Und ist ja eine gute Sache, auch um zu sehen, wie kommt das Ganze an, macht das Sinn und wenn man das nur so nebenbei macht, muss man dann natürlich nicht alles selbst finanzieren. Finde ich gut. Die Hefte haben mir wieder sehr gut gefallen. Die Story geht gut weiter, ist auf jeden Fall solide für mich, lässt aber immer mich mit dem Gefühl zurück, dass ich wissen möchte, wie es weitergeht. Zu den Zeichnungen möchte ich sagen, dass ich die ein bisschen schwankend finde. Es gibt Zeichnungen für mich dabei, die richtig, richtig stark sind, auch Nahaufnahmen, extrem detailliert. Das finde ich super schön. Teilweise haben sie mich dann einfach nicht so umgehauen. Ja, aber im Großen und Ganzen verfolge ich das natürlich weiter und unterstütze den Hannes. Der macht da eine super Sache. Und kommen wir einfach zum nächsten, was mir zwischen. Zu Hannes Klesse. Die Comics habe ich auch gelesen. Starshine habe ich ja auch schon vorgestellt. Bei mir in der, ich glaube ja, auf Instagram, auf Facebook, da habe ich da schon mal ein kleines Kommentar abgegeben. Und wie gesagt, Hannes war bei mir zu Gast. Da haben wir über zweimal, glaube ich, auch einer der wenigen, der zweimal hier war, ein bisschen über seine Comics gesprochen, die er selbst zeichnet, selbst schreibt. Und ja, mit einem Verlag zusammenarbeitet, The Next Art Verlag. The Next Art Verlag heißt der, glaube ich. Der macht das alles selber. Hut ab. Auch für, ich sag mal, für Einsteiger auch geeignet, diese Comics. Kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Drin auffällt. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, wir haben neue Stühle. Vielen Dank an den Alex. Ja, neue Stühle Der hat die braucht mir man. vermacht, die habe ich abgeholt. Auch noch einen auf Reserve, falls mal noch wieder ein Gast dazu kommt. Die sind super toll, wie die letzten auch. Mega bequem, sehen super aus, haben Armlehnen dazu. Ja, vielen Dank nochmal, Alex. Besucht den Alex auch gerne auf Instagram. Da heißt der Elster ohne Glanz. Ich verlinke den auch unten. Der macht immer super coole Figurenfotos. Guckt da auf jeden Fall mal rein. Wir machen hier weiter. Trachtman Nummer 10 und Nummer 11 sind rausgekommen. Das sind die beiden Store-Varianten, die es exklusiv nur hier gibt, auf 50 Stück limitiert. Die Story mit dem Eroberer, das hat mir richtig, richtig gut gefallen.
Ja, Trachtman kämpft gegen den Eroberer. Man bekommt endlich raus, oder es wird erzählt, wer der Eroberer ist. Trachtman, seine Vergangenheit wird ein bisschen mehr beleuchtet. Kenne ich Also nicht, richtig gut. Das gar Einzige, nicht. was mir gefehlt hat, was aber auch nicht zwingend vorhanden sein muss, Trachtman hat diesmal kein Bier getrunken, um Superkräfte zu bekommen. Er hat es halt auch so geschafft. Ja. Die Masters of the Multiverse. Tolle Geschichte einfach, wenn man Masters-Fan ist, die ganz viele Charaktere einbringt. Also es hat mir super gefallen. Ich bin ja mit den New Adventures Masters aufgewachsen, habe da viele getroffen. Ah Kurt ja, Rundgren ist He-Man wollte ich auch mal. Ach, quasi ich der weiß Hauptcharakter. nicht. Also hat mir viel Spaß gemacht und ja, ich habe da länger dran gelesen, als ich dachte. Ich glaube, so mein Gefühl war, das fix durchzulesen. Das wäre mal cool, Dass aber es einfach ich so eine weiß. Multiversumsklopperei ist, aber das war es gar nicht. Es hat wirklich Spaß gemacht mit interessanten Charakteren und ja, ich habe länger dran gelesen, als ich dachte. Das Geld hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dann habe ich gelesen Isola Nummer 2 aus dem Crosscult Verlag. Hat mir wieder richtig gut gefallen. Die Zeichnung einfach wahnsinnig toll. Die Story wurde auch wieder ein bisschen vorangetrieben. Was mich traurig ein bisschen zurücklässt, der eine Macher der Reihe, ich weiß jetzt gar nicht genau welcher, ist schwer an Corona erkrankt und deswegen wird es da wahrscheinlich nicht so zeitig weitergehen. Ja, ich hoffe, da geht's weiter. Aber natürlich das Man Wichtigste, beachte dass auch die. der Herr wieder gesund wird. Sieht man das? Und ja, guck mal, wie es dann da weitergeht. Dann habe ich drei Sachen aus dem Zwerchfell Verlag gelesen. Kann ich euch auch nur wärmstens empfehlen. Wirklich tolle Sachen, immer Badelatschen von wirklich gute ihm. Qualität, Hardcover, tolle Preise, gutes Papier. Also Yellowstone, auch sozialkritischer Science Fiction, Dystopie, Da. Postapokalypse. Ja, Yellowstone habe ich auch gelesen. Im Bücherregal, da steht da. Hören wir mal kurz, was er zu sagen hat. Hat mir super gut gefallen. Geht darum, dass ein Vulkan ausgebrochen ist und ja, die Gesellschaft sich teilt und es ein Ungleichgewicht im Endeffekt von Konzernen und Slums entsteht und ja, ist ein bisschen Verschwörungstheorie. Also ist jetzt nicht sonderlich Neues, sowas hat man in Filmen auch immer schon mal gesehen, aber für mich war das toll erzählt und auch der Zeichenstil ist einfach richtig cool Ja. gewesen. Mal was anderes. Die Charaktere waren super sympathisch, die kann man echt, die wachsen einem ans Herz, wirkliche Empfehlung, richtig toll. Dann die zwei Sachen aus den. Kann ich auch sagen, also aus Deutschland, ich glaube auch made, auf jeden Fall made in Germany von zwei deutschen. Kleinen Moment. 20 Minuten später, 6 Stunden später. Zum Glück seht ihr nur, was die Kamera zeigt und nicht, was, wie mein Schreibtisch aussieht. Ja, genau hier. Yellowstone. Aus der Feder. Kann ich. Warte mal. Spreckels und Scheffelrunte. Das sind die Namen der Herren. Erschien im. Ja, auch rein. Ich weiß gar nicht, das ist ein kleinerer Verlag. David Sidney Tula Scheffel runter im Artwork und Philipp Spreckels Story und Text Zwerchfell Verlag erschienen. Im Zwerchfell Verlag erschienen. Ja, ein Supervulkan bricht aus im Yellowstone Nationalpark. Dann deponiert die Regierung der USA nahezu alle Einwohner des mittleren Westens an die West- und Ostküste. Das ist so eine Zeitachse, ne? 2032, 35, 42. Und wie er schon sagte, dieser Zeichenstil ist echt cool. Ich halte das mal kurz rein hier. Ich hoffe, da kriege ich jetzt kein Ticket. Es ist wirklich, wirklich cool. Also so einfarbig manchmal auf den Seiten, ne? Ein bisschen anderen Farbspiel, rot, blau, gelb. So. Ist echt cool. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Schwer Verlag sind ja ein bisschen geschichtlich angehaucht und auch für jüngeres Publikum mitgedacht. Kurz gucken. Genau, hier der Titel
Heraus aus der Finsternis geht um das Frauenwahlrecht, ist ab 8 Jahre. Skizzen einer Revolution geht um die Frankfurter Revolution mit der Peterskirche, ist ab 12 Jahre. Und ja, also ist vom Zeichenstil für jung und alt, finde ich, gehalten. Also mir hat es Spaß gemacht, da mal reinzuschauen, und das kann man sicherlich interessierten Kindern auch schon geben. Der Titel war bisschen einfacher in den Farben gehalten, aber das hat mir auch sehr gut gefallen. Das ließ sich für mich auch etwas besser lesen, weil es ja ein wirklich reiner Comic war mit Gesprächen. Hier in Skizzen einer Revolution hat man von der Hauptdarstellerin immer noch so Tagebucheinträge als, ja, wie Erzählerkästchen gehabt. Das ist immer das, was ich nicht so sehr mag. Aber ja, die haben mir beide trotzdem auch gut gefallen. Jetzt kommt ein kleines Highlight. Hab mal aktuell nur den einen Band im Laden da. Die 7 Detektive, alle 7 Bände haben mir richtig, richtig gut gefallen. Das Ende hätte ich mir anders, oder habe ich anders erwartet. Ich hätte gedacht, es endet anders, aber das Ende in Band 7 hat mir trotzdem gut gefallen. Werden wir jetzt immer da haben im Laden, die 7 Detektive, weil ich fand es einfach unglaublich toll. Lest da rein, wenn ihr auf Kriminalgeschichten steht. Den Band, den ich gerade nicht da habe und den ich auch zu Hause vergessen habe, was unser Comic des Jahres war. Ja, trinken Sie richtig. Im Kopf von Sherlock Holmes. Unglaublich guter Comic. Kauft den, lest den, genießt den. Ja, tolles Buch. Auch schon. Sherlock Holmes. Dann habe ich gelesen, dicker Band, richtig großformatig von CrossCult, Little Bird, sehr umstrittener, kontroverser Comic. Mhm. Ja, Leute, die hassen ihn, nicht. Leute, die lieben ihn. Ich verweise immer gerne auf die Folge, die Little Bird Eskalation heißt sie, glaube ich, von Sven und Sebastian, den beiden Ottis. Ihr Podcast heißt Ottis Unleashed, hört da gerne mal rein, liebe Grüße, Jungs, da geht's zur Sache. Die diskutieren das heiß und innig. Ich muss sagen, ich war keiner von den beiden Fraktionen. Mir hat der Comic gut gefallen. Ich fand ihn solide. Ich fand auch die Zeichnung klasse. Man sieht es ja vorne drauf schon, das ist nicht für jedermann was. Aber ich war nicht super begeistert. So. Und von daher, solider Comic. Ich freue mich, den zu Hause in der Sammlung zu haben. Jetzt kommen wir zu Spider. Spider fand ich richtig, richtig gut. Da war ich wirklich begeistert. Habe ich aktuell auch nur den zweiten Band im Laden. Der erste kommt übermorgen. Ich wollte gerade sagen, ist das ein Gravel, also Einteiler? Nee. Oder Montag wieder rein. Eine tolle Geschichte, geht um eine Polizistin, die einen Drogenring infiltriert mit der Droge Spider. Und ja, also es ist spannend, es ist teilweise auch wirklich verstörend und ja, hat mir gut gefallen, habe ich es richtig? Verstörend. Können Comics auch, ja. Der Augensammler zum Beispiel. War ja auch so eins der Highlight letztes Jahr noch, Ende des Jahres, zum Ende des Jahres, was ich so gelesen habe. Und das hat schon, ja, ich sag mal, keine Spuren hinterlassen, aber doch Spuren in meinem Comic-Dasein hinterlassen. Die schnell gelesen, empfehle ich euch wirklich Spider. In zwei Alben abgeschlossen, 16 Euro der Band, kann man nicht viel falsch machen. Snowglass Apples ist schon ein bisschen älter. Habe ich mir aber jetzt auch Weihnachten zu Gemüte geführt. Hat mir auch wunderbar. Also das Artwork. Ist das so, wenn man im Comicladen arbeitet, kann man schon viel lesen, ne? Mit nach Hause nehmen. Hausaufgaben. Hat auch was Cooles, wenn man Comics liest. Ist der Hammer. Habe ich jetzt leider nur eingeschweißt. Kann ich euch nicht zeigen, aber es gibt. Oh, sieht echt schön aus. Auf der Splitterseite auf jeden Fall eine Leseprobe mit mehreren Seiten. Guckt euch das Artwork an, richtig gut. Snowglass. Und darum geht es. Es erzählt die Schneewittchen-Geschichte aus der Seite der bösen Königin. Mal andersherum. War richtig emotional auch für mich. So wie man es ja aus dem Schneewittchen-Märchen überhaupt nicht kennt. Spiegel an der Wand. Ich muss wirklich sagen, ich habe nichts Schlechtes im Urlaub gelesen. Es war nicht alles phänomenal, aber es hat mir alles Spaß gemacht. Jetzt kommen wir zum letzten Band, den ich gelesen habe. Also ich habe noch mehr gelesen, aber ich habe jetzt nur so das Spektakulärste und was ich auch im Laden habe gerade rausgepickt. Und zwar war es auch Shooting Ramirez 2. Hat mir wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Der erste Band war schon wirklich phänomenal. Der zweite wieder richtig, richtig toll. Allein schon das Artwork, wenn man durchblättert.
weiß nicht genau, wie das jetzt gerade sieht. Vielleicht blende ich da nochmal ein. Also wirklich wieder richtig gut. Wer den ersten gelesen hat, es geht so weiter. Ich würde nicht sagen, dass es besser wird. Es geht einfach konstant weiter. Okay. Macht unglaublich viel Spaß. Bisschen war mir am Anfang die Werbung zu viel. Also wer den ersten Band kennt, weiß, dass es immer mal so ein bisschen Werbung auch in dem Band. Hier sieht man zum Beispiel Werbung für einen Burger. Na, hier haben wir Werbung für einen Auto. Okay. Auto. Das war mir am Anfang ein bisschen zu viel. Kurz hintereinander, das hat mich aus dem Lesefluss ein bisschen rausgeholt. Ja. Im Laufe der Geschichte wird aber die Story dadurch, ist nachvollziehbarer. Es passieren Sachen, die quasi im Vorfeld durch die Werbung klargemacht werden, ohne dass man in der Story zu weit ausholen muss. Also die Sache an sich mit der Werbung ist schon gut gemacht. Ich weiß, was damit bezweckt werden soll. Es war mir am Anfang nur so gestückelt kurz hintereinander. Das hat mich einfach beim Lesen rausgeholt. Aber nichtsdestotrotz, Shooting Ramirez, okay. Kauf das, lest das. So, das war, was ich gelesen habe im Urlaub. Ah, okay. Also wirklich, wie gesagt, tolle Titel. Wenn ihr die noch nicht habt, könnt ihr bedenkenlos überall zugreifen. Schreibt mir, ob ich es da habe, ob ihr es haben wollt. Ja, was ist noch so im Dezember passiert? Es kamen auch noch ein paar andere tolle Sachen raus. Ich habe hier mal ein bisschen was neben mich gelegt, was rauskam. Geschichten aus dem Sumpf von Swamp Thing, Kurzgeschichten von verschiedenen Autoren und Zeichnern. Das ist das Hardcover, alles, ist auch ein Softcover alles als erschienen. Comic. Liegt, steht auf meinem Zettel, habe ich aber von allen nur Gutes gehört bis jetzt. Es gibt den ersten Band zum Kartenspiel Magic the Gathering. Aber nicht raus. Hardcover, Softcover. Weiß ich nicht. Soll auch richtig gut sein, laut den Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Der zweite Band zu God of War. God of War, da habe ich mal das Computerspiel gespielt, ne? Da gab es noch mal ein Computerspiel, ne? Ja. Ist rausgekommen ja, im Dezember. So. Und dann haben wir hier noch den zweiten Band von der Retrofabrik von dem Masters of the Universe. Der liegt schon bei mir zu Hause, aber noch eingeschweißt ist der, glaube ich, auch. Ich bin mir noch unsicher, ob ich auf alle 7 warte und dann alles am Stück lese. 7 Stück? Ich wollte ja eigentlich davon weg. Ich habe so selber gemerkt, ich bin so ein Graphic Novel Fan geworden. Von so Einteilern, ne? So wie Yellowstone oder Shangri-La. Natürlich lese ich auch Serien, ne? Star Wars oder Starchild. Aber ich habe ja Augensammler. Klar, wenn da ist so ein zweiter Teil, da gibt es ja noch einen anderen Teil, dann hole ich mir den natürlich auch. Aber. Sweet Tooth, auch mehr Teile, aber 3 Dinger ist okay. Also ich will nicht so eine, es gibt ja auch Heftserien, die sind echt so lang, 8, 9, 10, 12. So, oder ob ich jetzt schon mal reinlese, auf jeden Fall wieder richtig toll gemacht. Das ist heftig. Das Cover gefällt mir auch, das, bei den Neuauflagen, das Standardcover ist ja immer ein neu gezeichnetes Cover. Die Variant-Cover, die es bei der Retro-Fabrik gibt, die sind alte EHPA-Cover verwendet, aber mir gefällt das neue Cover wieder sehr gut. Skeletor im Hintergrund kommt richtig cool raus. Ja, das kam im Dezember raus. Für Masters of the Universe-Fan ein Muss. Dann, wie geht's weiter? Der Januar ist schon wieder vollgepackt. Die Firmen fangen an, fleißig auszuliefern, die meisten zumindest. Manche hatten ja am 6. letzte Woche noch Feiertag. Das heißt, die haben die ganze Woche Pause gemacht. Hm. Und deswegen kommt so nach und nach jetzt die ersten Lieferungen. Ein bisschen habe ich mich geärgert, dass das Schmuckstück, was hier steht, erst die Woche kam. Das wollte ich nämlich gerne meinem Sohn zu Weihnachten schenken. Oh. Castle Grayskull. Der Origins-Reihe. Ist das nicht geil? Ja, das kam halt jetzt einfach die Woche erst. Und was? Auspacken. Zwischendurch dem Kind was für 100 Euro schenken, will ich jetzt auch nicht. Das heißt, das steht jetzt bis Oktober im Keller. Dann kriegt das zu seinem dritten Geburtstag. Ich weiß auch, dass Smith Toys und Real und Müller das vor Weihnachten für 50, 60 Euro rausgehauen haben. Das ist für mich auf jeden Fall ärgerlich. Okay. Und auch die Figuren für 7,99. Das sind einfach Kampfpreise, wo man nicht mithalten kann. Das ist unter dem Einkaufspreis. Ich hoffe jetzt einfach, dass sie alles rausramschen und nicht nachbestellen. Und dann haben wir das gute Zeug immer noch da. Und einfach für einen normalen VK. So, und was haben wir noch bekommen?
Hier sind schon, Es genau, kommt Manga ist ja, alles nur habe wieder. ich das Gefühl, ein bisschen zu kurz gekommen bei uns. Aber wir haben auch tolle Stimmt. Manga bekommen. Blue Lock 2 ist, also der erste Band ist richtig gut angelaufen, ist eine Fußballgeschichte. Ich kann immer nicht so viel zu sagen, weil ich halt mehr Comics lese. Nur so ein paar ausgewählte Manga und das Manga-Feld ist auch so, ich habe das Gefühl, es ist noch viel, viel größer als bei Comics. Deswegen verzeiht Oh mir das, ja. wenn ich da zum Inhalt nicht so viel sagen kann. Aber ich habe immer Kundenrückmeldung und kann da ein bisschen von erzählen. Und Blue Lock ist auf jeden Fall richtig gut angekommen. Jujutsu Kaisen im 14. Band. Der aktuelle ist jetzt. Das war ja 14 Bände, Freunde. Jetzt mal ehrlich. Es ist geil. Die Geschichten. Aber Schon da. 14 Bände. Das läuft. Dann haben wir bekommen Resident Evil, Gesamtausgabe. Ich war ein bisschen verwundert. Ich kenne Resident Evil von der PlayStation noch, von der PlayStation 1, als Zombie-Person-Shooter-Survival-Game und nicht mit so leicht bekleideten Mädels. Aber der Shooter ist richtig toll von Kasey. Das Ganze generell werden wir in Zukunft mehr Kasey auch Ja, bei uns im Animes Sortiment oder nicht, haben. oder? Dann kam die Tage noch Snowpiercer Band 2, der Abschluss. Von Egmont. Ja, der Zeichenstil ist, finde ich, etwas Besonderes, also sehr grob, Besonders. grob schraffiert. Meistens mag ich das eigentlich. Oh, geht aber auch so aus der Ist nicht Ferne. für jeden was. Finde ich das Ich gar nicht kann auch zur schlecht. Story gar nicht viel sagen. Meine Freundin hat die Serie geschaut. Ich weiß. Ich habe gar nicht die Serie, gar nicht. Ich habe mal reingeschaut, aber Das ist auch den eine Film kenne ich Neuauflage ist, leider die nicht. schon heiß erwartet war, weil die alten Bände nicht mehr so Ich schaue ja keine Filme mehr, sondern ich lese nur noch Bücher und gut zu Comics. bekommen sind. Von daher zieht euch rein. Dann kam auch die Woche endlich der Don Rosa Schuber Nummer 4 mit den Bänden 7 und 8. Wieder ein richtig tolles Teil. Große, edle Hardcover-Bände. Also jeder Dagobert und Donald-Fan muss sich das Ding auf jeden Fall zulegen. Dann haben wir noch richtig coole Sachen bekommen. Ja, Batman Action-Figures. 66er Wave von McFarlane. Für mich eigentlich immer noch fast mit die Batman und Robin. coolste Anti-Highspray. Batman-Verfilmung einfach. Es ist natürlich nicht ernst zu nehmen, aber das macht immer noch Spaß zu schauen einfach. Ich werde nie vergessen, Ist schon cool, ne? Batman hält die Welt in Atem. Das Anti-High-Bat-Spray, ne? Das kennt wahrscheinlich jeder einfach Jeder kennt großartig, es finde ich. einfach. Wir haben hier die Evolutionsstufen von Pikachu, von Megaconstructs, kompatibel mit Lego natürlich, zum selber bauen. Vor diesem Set wusste Das ich gar ist für nicht, dass es Sebastian was. eine, Sebastian, wie hier. sagt man, kleinere, geringere, Pokémon. jüngere Stufe von Pikachu gibt, also Pichu. Das wusste ich vorher gar nicht, Raichu kannte ich. Ja, dann habe ich nämlich auch wieder was gelernt. So ist es. Eine wunderschöne Lego-Figur auf Karte im Retro-Design. Loki-Figur, ich habe Lego-Figur gesagt, ne? Also wirklich wunderschön. Ich mag die total. Und die Entscheidung fällt immer schwer auspacken oder eingepackt lassen. Also die sind ja schon gemacht, um sie eingepackt zu lassen. Warte mal, mach ich mal. Die Figur, ich habe Lego. Auch wieder was gelernt. So ist Ja, Sebastian, unser Sebastian vom Town Town Talk, der ist ja, ich glaube, der ist tierischer. Da muss ich auch noch mal, ich glaube, eine Folge machen. Was ist Pokémon überhaupt? Jetzt mal ehrlich. Also ich weiß es wirklich nicht, wirklich. Pass auf, Achtung. Mach mal Cheese. Hier. Zack. Schicke ich ihm jetzt mal im Video. Während ihr hier, ich mache noch mal natürlich weiter. zum selber bauen. Vor diesem Set wusste ich gar nicht, dass es eine, ja, wie sagt man, kleinere, geringere, jüngere Stufe von Pikachu gibt, also Pichu. Das wusste ich vorher gar nicht. Raichu kannte ich. Ja, dann habe ich nämlich auch wieder was gelernt. So ist es. Eine wunderschöne Lego-Figur auf Karte im Retro-Design. Loki-Figur, ich habe Lego-Figur gesagt, ne? Also wirklich wunderschön. Ich mag die total. Und die Entscheidung fällt immer schwer auspacken oder eingepackt lassen. Also die sind ja schon gemacht, um sie eingepackt zu lassen. Aber ich packe halt die Figuren gerne aus und positioniere die. Und die müssen leben, finde ich. Deswegen schwierige Sache. Bei meinem Herkules habe ich es hingekriegt, hier schön unter der Pappe aufzuschneiden. Die Verpackung sieht quasi noch original aus. Aber die Figur ist raus. Dann haben wir auch die What If Marvel Legends Wave gestern bekommen. Der Zombie Cap ist richtig, richtig gut gemacht. Oh, what if, ey, das war auch so eine. Oh, du weißt nicht. Nee. Fand ich nicht so toll.
zwei, drei Folgen waren schon sehr interessant, die Doctor Strange-Folge. Und eigentlich nicht so wirklich für mich Dass interessant. die Figur ohne Buff-Teil gibt, wie ihr das natürlich kennt, noch sechs andere Figuren, mit der man dann den Watcher machen kann. Aber die Figur, also ich habe Fotos in Nahaufnahme gemacht von den. Sieht schon cool aus, ne? Sieht schon echt sehr cool aus. Schreib zurück. Nee. Lachsmiley. Das große Pikachu ist cool. Keine Ahnung, was er meint. Jetzt ein Bein etc. Das sieht Bombe aus. Wirklich Ja, richtig, sieht schon richtig geil toll. aus, ey. Und dann haben wir die ersten Figuren aus der Black Series bekommen. Also die Black Series gibt es natürlich schon länger, aber wir hatten das einfach vorher nicht im Sortiment. Aber auch für unsere Star Wars-Fans haben wir jetzt auch ein paar Figuren mit aufgenommen. Und hier, ne, Klassiker kennt man auf jeden Fall, Lando. Und von Mandalorian sind noch ein paar Figuren dabei gewesen. Ja, habe ich auch. Also nicht die, sondern andere, viele, viele anderen. Ich hatte mal eine Sammler-Eingebung gehabt. Ich glaube, als es losging, so Anfang 20, waren Figuren-Sales ja im Aufwind auf Facebook und so. Und da habe ich ganz schön schöne Figuren gekauft. Von Bad Hauptsächlich welche mit Lichtschwert. Batch ist eine Figur in der Wave und auch eine andere Figur ist auch noch dabei. Von Clone Wars, genau, ist auch noch eine Figur dabei. Ja, das ist aktuell, was Dezember und auch jetzt schon Anfang Januar reingekommen ist. Wo geht die Reise noch hin? Da habe ich mir diesmal ein paar Notizen gemacht, damit ich das auch wirklich nicht vergesse, was mir so im Kopf ist, was cooles Zeug kommt. Wenn wir Glück haben, kommt Firepower 2 jetzt im Januar. Der wurde oft verschoben. Ich glaube, im August sollte der schon rauskommen. Wie schon gesagt, jede Firepower, das sagt mir Menge noch mehr was. Kasee kommt auch ins Programm. Die Tage kommt Blade of the Immortal 5. Hedoro 3 wird am Start sein. Da habe ich die ersten Bände ja auch schon zu Hause liegen. Da bin ich gespannt drauf. Wie gesagt, ich mag diesen Glaube, ich werde mir mal die Schlappen holen, ne? Marvel ja, Badelatschen. groben, schroffen Zeichenstil, deswegen ist mir das auf jeden Fall aufgefallen und es soll ja wirklich abgefahren sein. Knights of Sidonia 4 kommt auch die Tage. Oh, ja, den habe ich hier als ersten Band stehen. Knights of Sidonia. Das ist ein Riesenklopper, Manga. Science Fiction, Weltraum, Alien, Attacken auf einer Raumstation und naja, Manga-Style halt, ne? Also auch richtiges Manga. Ja, war cool. Vier Bände schon. Ich glaube, das ist so das Einzige. Das würde ich mir noch mal gönnen, glaube ich. Im Januar kommt von Ultraverse der stärkste Held mit dem Mal der Schwäche, Band Nummer 5. Aber nur, wenn Star Wars mal einen schwachen Monat hat. Das verkaufen wir auf jeden Fall auch ganz gut. Den Leuten scheint es ja gut zu gefallen. Solo Leveling, der Roman Band Nummer 5, kommt jetzt raus im Januar, glaube ich. Zusätzlich kommt Band Nummer 4 mit einem Schuber, mit einem Leerschuber und auch noch die Bände 1 bis 4 mit, als Komplettbox mit Schuber kommen raus. Also Schuber-Freunde können sich da auf jeden Fall extrem eindecken. Sieht ja auch immer schön aus. Wir haben es ja hier schon gesehen. Wo ist er hier? Ne, mit so einem Schuber macht auf jeden Fall immer was her. Dann haben wir schon bekommen von Tokyo Pop Shaman King 12 ist am Start, Bleach 26. Die Reihe ist damit komplett. Ja, My Hero Academia kommt Ende des Monats, Band Nummer 30 in der normalen Ausgabe und auch als Variant-Cover. Und zwar das Besondere: Das Variant-Cover ist von Ryan Stegman gezeichnet. Das eigentlich mir bekannt, zumindest ein Comiczeichner, hat viel Spider-Man auch schon gezeichnet und andere Sachen. Also das habe ich mir auch angeguckt, das Cover sieht richtig cool aus. Jo. Ja, und jede Menge andere Sachen kommen auf jeden Fall auch immer rein, ne? Ihr habt es auch schon gesehen, die Öffnungszeiten sind ein bisschen verändert. Wir haben das da vorne ein bisschen dran gehangen, hinten. 18 Uhr machen wir jetzt zu aktuell. Bei der Dunkelheit, die Leute oder viele sind nicht mehr so draußen. Deswegen machen wir das einfach ein bisschen mehr ins Tageslicht. Das Hannover nicht so der Fall. Verschoben, Samstag eine Stunde länger auf. Ja, habt ihr Fragen noch an uns? Wie hat es euch diesmal gefallen? Ein bisschen mehr Vorbereitung, ein bisschen mehr Planung diesmal am Start.
Was sagt ihr zur Bild- und Tonqualität? Das ist jetzt auch ein bisschen die Aufnahme etwas anders. Ich habe nämlich mein neues Telefon bekommen. Ein iPhone 13 hat das jetzt gemacht. Gebt mir da gerne mal Feedback. Hat sich da was verändert? Ist das Ganze gleich geblieben? Ja, am Schnitt ändert es ja nichts, aber vielleicht macht da die Qualität noch ein bisschen was aus. Ja, ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, wie war der Jahreswechsel für euch? War es entspannt? Habt ihr ein bisschen was gelesen? Auf was freut ihr euch im neuen Jahr? Von Vorsätzen halte ich ja immer nichts. Einfach machen. Macht es, setzt es um. Ja, Lasst euch die genau. Drittimpfung geben. Seid verantwortungsbewusst, bleibt gesund, abonniert den Kanal, guckt auf Instagram vorbei. Wir haben die 1000 Genau. Follower geschafft. Gewinnspiel läuft Ende der Woche aus. Ja, das war's auch von meiner Seite. Jetzt ist Feierabend angesagt. Macht's gut, Leute. Einen schönen Abend. Bis die Tage. Ciao. Ja, kann ich nur empfehlen, die guten Herren. Wie gesagt, hört euch mal die Folge an, wo er bei mir zu Gast war. Ich weiß gar nicht, muss ich mal verlinken, aber ja. So, was sagt er zu meinem neuen schönen Bild? Das ist cool, oder? Was ich alles so kann? Ah, warte mal, ich muss ein bisschen größer. So, die Kanten weg. Ja, so ist gut. Town. Okay. Ja. Comics. Viele, viele Comics kann man lesen, muss man lesen. Ich arbeite ja auch gerade an einer Serie von Videos. Ihr habt es schon mitbekommen. Nochmal gelesen zum Beispiel. So die Star Wars Heftserie. Gebe ich immer kurze Inhaltsangaben zu den jeweiligen Geschichten. Teilweise gespoilert ein bisschen, aber naja, ich lese das nochmal, mache mir so ein paar Notizen und dann erzähle ich euch, was da so drin vorgekommen ist, so im Groben, damit ihr auch dann halt selbst entscheidet, ob ihr das Comic dann holt oder auch nicht, ne? Also, genau, das steht bei mir so an und ansonsten, ja, Book of Boba steht natürlich noch im Vordergrund. Bei mir so geplant ist, Ende von Book of Boba eine große Folge zu machen. Also, wo ich mehrere Leute einlade, versuche einzuladen und dann, ob wir das alles so hinkriegen mit Technik und alle auf einem Bildschirm. Aber das sollte eigentlich zu schaffen sein. Ne, also, jeder, der kann aus meiner bekannten Crew, ne, Sebastian, Joachim, vielleicht Helge und Andrea. Plus Gäste habe ich jetzt schon eine Zusage bekommen. Eigentlich auch wieder vom Carsten von der Rebel Legion German Base Yavin. Der ist mit dabei und dann suche ich noch den einen, vielleicht noch ein, zwei andere Gäste einzuladen, die dann ihre Meinung drüber kundtun wollen. Ne? Geplant ist das für den 13.2., also Mittwoch davor, kommt die letzte Folge und wir machen es dann, wir nehmen es am Sonntag auf und dann wird es wahrscheinlich am Montag online gehen. Die ganze Welt, spricht ja jeder Kanal, spricht über diese Serie. Ne? Und wenn nicht, egal. Ich finde, ich muss ja nicht immer der Erste sein, also, oder ich will es auch gar nicht. Aber es macht total Spaß, halt mit den Leuten zusammenzusitzen und über, ja, umso mehr Meinungen, umso besser. Weil das ja nun mal so das Star Wars Highlight ist, was gerade so rauskommt. Und ja, mal schauen, was noch so kommt. Comics kommen jede Art von, jede Menge Star Wars Comics raus, eigentlich jeden Monat. Aber die kann ich ja mal, ich habe so viel vor, wenn ich die Zeit dazu hätte, könnte ich viele Videos machen. Aber dazu müsst ihr mir helfen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, kommentiert fleißig, auch mal so ein bisschen kritisch, was ich besser machen könnte. Sagt es weiter, teilt. Ja, man kann ruhig ein bisschen mehr so teilen. Mal den einen oder anderen in der einen oder anderen Facebook-Gruppe einfach reinhauen. Ich würde mich über mehr Abonnenten freuen, klar, warum nicht? Ne? Mir macht es einfach Spaß hier, dieses Hobby. Und genau. Dann würde ich sagen, haben wir es. Bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund,
Freunde des Towntown Talks. Dude, Comic Corner aus Jena, schaut da mal auf die Seite, kann ich ja mal verlinken hier. Und denkt dran, Comicläden zu unterstützen, wenn ihr Comics oder Bücher, Mangas bestellt. Dann auch mal da bestellen. Die freuen sich drüber, ne, Freunde? Also, macht's gut, bleibt gesund, möge die Macht mit euch sein. Immer.